Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso schönes Wetter, wie wir das haben. Ich bin ja erstaunlicherweise, wir haben erst Mai und ich bin schon bei meiner Wohlfühltemperatur angekommen. Also ein paar Grad nach oben darf es schon noch gehen, aber ja, die, die mich kennen, wissen, ich bin ja so ein Sonnenkind. Und ja, ich mache das Video heute wieder hier auf meiner schönen Wiese, weil wir tatsächlich überlegen, uns an eine Idee zu halten, den ganzen Mai nicht zu mähen, wegen den lieben Bienen. Ja, bin gespannt, ob man das durchziehen kann. Ansonsten, ihr Lieben, dieses Video wie immer inspiriert von meinem letzten Wochenende. Wir hatten das Seminar Führungswechsel, Führung erleben. Und vielleicht kennt ihr ja mein Video, das es im Shop gibt. Also von meiner Station haben wir schon mal ein Video gemacht. Wer sich da interessiert, schaut einfach mal im Shop vorbei. Heißt Führungswechsel, damit ihr noch ein bisschen mehr nachvollziehen können, was ich euch jetzt hier erzähle. Und ich habe das Video genannt Hunde, die Könige der Kommunikation, weil diese Station mich unfassbar fasziniert. Das ist eine Station, wo die Hunde der Kunden Hunden bei uns aus dem Team vorgestellt werden und man sie in eine freie Kommunikation entlässt, natürlich nur zu Beobachtungszwecken, nicht damit die da spielen und toben, sondern damit wir was lernen. Und das Tolle ist eben, dass wir natürlich unsere Hunde im Team in- und auswendig kennen. Das heißt, dass wenn wir die in den direkten Kontakt schicken, wir genau wissen, was sie ausstrahlen und was sie kommunizieren. Und über ihr Verhalten können wir dann im Prinzip etwas über das Verhalten des anderen Hundes, des Hundes des Teilnehmers sagen. Und das ist immer eine wahnsinnig spannende Angelegenheit. Zum einen, weil ich immer wieder fasziniert bin, wie minimalistisch, leg dich hin, Platz, so ist fein, wie minimalistisch Hunde kommunizieren können, ja, wie viel sie rein über Körpersprache machen, ohne dass sie zu irgendeinem anderen Kommunikationsmittel greifen müssen. Ich habe am Ende des Seminars gesagt, ich habe wirklich ein erklärtes Ziel, dass ich es schaffe, Menschen darin zu schulen, diese Grundausstrahlung zu besitzen. Weil wenn man diese Grundausstrahlung hat, dann erübrigen sich plötzlich Korrekturen. Also erklärtes Ziel für mich ist, bevor ich diese Erde verlasse, dass ich da zumindest einen großen Schritt drauf zu mache, Menschen so in Körperspannung zu schulen, dass sie sonst eigentlich nichts mehr brauchen. Und das andere natürlich total Faszinierende ist die differenzierte Reaktion der Hunde, der Teilnehmer, die zu uns reinkommen. Die differenzierte Reaktion, je nachdem eben, was für ein Hund ihnen vorgestellt wird. Wir hatten jetzt am Wochenende 11 Hunde aus dem Team, die werden natürlich nicht alle zum Teilnehmerhund geschickt, sondern ganz ausgewählt, so wie wir denken, dass es passt und dass wir was lernen können. Und es ist einfach unfassbar, ja, auf den von dem einen Hund lassen sie sich einschränken, den nächsten Hund schränken sie selbst ein. Beim nächsten Hund bestehen sie darauf, zuerst schnuppern zu dürfen. Beim nächsten Hund machen sie ohne Begrüßungsritual direkt eine Spielaufforderung. Meistens, wenn sie mit der Situation überfordert sind. Also ganz, ganz differenziertes Verhalten. Und zu diesem differenzierten Verhalten möchte ich euch halt gern etwas sagen. Meiner Erfahrung nach kommen Menschen genau mit diesem differenzierten Verhalten nicht klar. Menschen wollen aus irgendeinem Grund einen uniformen Hund, ne, der immer gleich reagiert, das gibt ihnen das Gefühl, dass das berechenbar ist, dass man das kontrollieren kann, und das ist eigentlich total schade, weil also
ein Hund, der in der Kommunikation mit Artgenossen differenzieren kann, auf den so reagiert, auf den so reagiert, übrigens auch an der Leine. Ne? Differenziert der oder differenziert der nicht? Das ist ein Zeichen dafür, dass er wirklich hochsozial kompetent ist. Und natürlich gibt es auch Hunde, hatten wir auch auf dem Seminar, die tun das nicht. Jetzt muss ich euch sagen, das waren 21 Teilnehmer. Von 21 Teilnehmern hatten wir 2 Hunde. Die haben nicht differenziert. Die haben, wie ich das nenne, erlernt reagiert. Das heißt, die haben Artgenossen gesehen. Also unsere Hunde wurden dorthin geschickt. Und die haben gleich reagiert. Also in beiden Fällen bei uns mit Scheinattacken. Ja, also die haben nicht... Ich sag immer, ne, halt die Nase dran, guck mal, wer das ist, kannst du immer noch verprügeln. Aber das gab's bei denen gar nicht. Die haben den Hund gesehen, der auf sie zu ist und bam, sind die rausgeschossen mit einer Scheinattacke. Dann wieder zum Besitzer zurück, dann haben wir den nächsten Hund hingeschickt, war es wieder so, den nächsten Hund hingeschickt, war es wieder so. Also die haben nicht differenziert. Denen ist schlicht egal, ob groß und klein, ob dick, ob dünn, ob schwarz, ob weiß. Das ist denen wurscht, die reagieren immer gleich. Das tun Hunde oft einfach aus ein oder mehreren meistens schlechten Erfahrungen heraus, wo sie irgendwann mal aus dieser Differenzierung rausgegangen sind, mit so einer Scheinattacke auf einen anderen Hund losgegangen sind. Dieser Hund hat sich zurückgezogen. Dann haben sie gelernt, alles klar, so kann ich mir Hunde vom Leib halten. Dann machen sie es vielleicht noch einmal oder zweimal. Und dann haben wir schon ein Verhalten, das sitzt. Und wo du auch mit rein, also sozialen Komponenten nach HTS, wirst du da nicht zum Ziel kommen. Diese Hunde müssen abgebrochen werden in ihrem Verhalten, dass sie aus diesem Programm geschossen werden, um dann erst wieder für normale soziale Kommunikation zugänglich zu sein. Ja, alles in allem wirklich ein tolles Seminar. Wenn ihr noch irgendwo einen Platz kriegt bei Führungswechsel, meldet euch an. Es ist einfach nur durchgängig geil und man kann ganz viel über den eigenen Hund lesen. Natürlich sollte der Hund grundsätzlich sozialverträglich sein mit Artgenossen und die nicht töten wollen, also mit Beschädigungsabsicht. Aber für alle anderen ist das Seminar super gut geeignet. Und dann seht ihr sie live, die Könige der Kommunikation. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Mittwoch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr einen Hund, der differenziert in Hundebegegnungen, oder habt ihr einen Hund, der immer gleich reagiert? Übrigens auf dem Seminar beweise ich den Leuten, die sagen, er macht immer gleich, indem ich auch an der Leine verschiedene Hunde vorbeischicke, dass der Hund eben sehr wohl differenziert. Also dieses erlernte Verhalten ist relativ selten, kann man das beobachten. Also schreib mir in die Kommentare, hast du einen Hund, der differenziert bei Artgenossen, oder hast du einen Hund, der nicht differenziert? Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Gehabt euch wohl, bis nächste Woche.